Willkommen heute wieder zu einer Folge Myros Edge am Start. Es ist immer noch warm hier. Wir sind aktuell auf dem Weg zu Drogen. Immer noch auf dem Weg zu Drogen, Logan, ne? Ob hier rüber, hier rum, fiddledum. Wir sind einfach die beste Parkour-Springerin Deutschlands. Keine Ahnung, wo das hier spielt, in welchem Land. Kriegt man gar nicht mit, ne? Oder hat man das schon mitbekommen? Ich glaube im ersten Teil, ne? Ich weiß es nicht mehr. Es ist mir aber auch nicht wichtig, Mann. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zu Drogen, ne? Aber das ist... Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Bei dir ist alles fit. Hoppla. Das wäre natürlich super. Aktuell ist es wieder... Also von der Wärme her, bei mir geht es aktuell tatsächlich. Aber... Ich war mittlerweile mit meiner Allergie beim Arzt zwischendrin. Schulz, der hat gesagt, dass meine Allergie auch höchstwahrscheinlich chronisch durch meine Mandeln ausgelöst werden. Und er meinte, am besten wäre, wenn wir die Mandeln einfach rausnehmen. Das will er aber schon immer. Mein Arzt will schon immer meine Mandeln raus haben, mein Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Der hasst meine Mandeln. Ich bin einfach runtergerannt. Der hasst meine Mandeln richtig. Der will die schon immer loswerden. Komm, mach mal den Ventilator an, Leute. Doch, hört man gar nicht. Mach ihn wieder aus. Ja, mein Hals, Nasen, Ohren, als will schon seit Ewigkeiten meine Mandeln loswerden. Ich weiß nicht, ob er die sammelt oder so. Aber der ist da echt schon seit Jahren hinterher. Und er meint aber wirklich, dass meine Mandeln chronisch das auslösen, weil da irgendwie... Irgendwie die Sachen, die meine Allergie vielleicht auslösen, hängen bleiben. Irgendwie sowas. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich verstehe kein Ärztisch. Ärzte sind sowieso so ein Phänomen, finde ich, ne? Ich meine, man kann auch nie lesen, was die eigentlich schreiben auf ihren Zetteln. Die haben eine so schlimme Sauklaue. Ich frag mich, also jeder Arzt irgendwie. Ich frag mich, ob Ärzte das vielleicht so einen Kurs bekommen. Dass Ärzte das einfach lernen, wie man Scheiße schreibt. Kann das sein? Bin mal langsam mal da, bei Drogen. Ja, ich bin doch da. Oh, geht doch. Ah, hallo, hallo, ich bin's. Schon gut. Ganz ruhig. Lass hier rein. Oh, 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 Leute. Drogen. Faith, dass du mich mal mit deiner Anwesenheit beehrst. Tut mir leid, es ging einfach nicht früher. Es liegt mir fern, dich zu verurteilen. Schließlich schuldest du mir ja nichts. Also, was ist das eigentlich? Ist das nicht Drogen? Meine Schulden begleiche. Also bitte. Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen und du fängst gleich davon an. Komm mit. Es ist ja gar kein Arsch, sondern er ist weit voll nett. Okay, er wirkt wie eine Mafia. Perfektion. Doch Perfektion ist langweilig. Nur durch Unvollkommenheit entsteht etwas Einzigartiges. Also füge ich gerne hier und da eine menschliche Note hinzu. Etwas Unvollkommenheit. Sie haben sie noch? Ich dachte... Ich würde sie wegwerfen. Ich war kurz davor. Du hast mich wütend gemacht, Faith. Was offenbar deine Spezialität ist, wenn man sich ansieht, wie sehr du kürzlich Mr. Kruger verärgert hast. Er will Runnerblut sehen. Ich kann nichts dafür. Was du ihm auch gestohlen hast, muss überaus wertvoll sein. Es sind die Pläne für Reflection. Ah. Und hast du sie bei dir? Nicht im Moment, aber... Wir reden weiter, sobald du sie hast. Bis dahin könntest du mir ja vielleicht deinen guten Willen beweisen. Anansi ist mit seinen Zahlungen im Verzug. Eine menschliche Note könnte das ändern. Okay, alles klar. Soll ich ihn schlagen? Verprügeln? Was soll ich machen? Geh zum Anansi im Den Rest erfährst du unterwegs. Doppelkinn-Action. Okay. Bin bereit. Für Drogen einzunehmen. Nee, Moment. Geld. Was habe ich bekommen? Ausrüstung. Hochziehen. Halt um hochziehen. Oh. Level up. Ja. Komm schon, Digga. Das sollte dir dabei helfen, die Spitze des Anansi-Emporiums zu erreichen. Geh aber vorsichtig damit um. Wow. Das ist cool. Ich muss es nur lernen zu kontrollieren. So viel Macht in meiner Hand.
Und so viel Husten in meinem Mund. Ah, das ist echt. Ich habe für nervig. Nervig. Alles weitere erzähle ich dir, wenn du den Turm erreicht hast. Warst wieder gestorben, ey. Auch noch fast. Oh, 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 Achtung. Sliden, Alter, das wäre. Perfekt. Gridleak. Wir sammeln fleißig Gridleaks. Meine Wange juckt. Ah, Leute. Leute, okay. Geht wieder, geht wieder. Keine Panik. Soll da runter. Ah! Wie wäre es mit einem Abendessen, wenn unsere Transaktion abgeschlossen ist? Ja, ein Abendessen ist gut. Ich werde uns etwas ganz Besonderes zubereiten. Ich hoffe Kugelfisch. Und wie geht es Noah dieser Tage? Er schlägt sich immer noch so durch, nehme ich an. Ganz so wie ein rechtschaffener Mitarbeiter. Ja, ja, Noah ist richtig gut dabei. Ich weiß. Also mal wieder auf einen ihrer kleinen Booten. Sie wird einem vor Augen führen, was es bedeutet, wenn man seine Schulden nicht bezahlt. Eine durchaus passende Aufgabe für sie. Denken Sie nicht auch. Wie ausgesprochen subtil. Bin ich nicht. Was ist mit dem Objekt, das wir für Sie haben? Oh, oh, oh. Ich werde mich über den potenziellen Wert Ihres Angebots erkundigen. Aber eins nach dem anderen. Eins darfst du nie vergessen. Oh, oh. Was? Das tut weh, Noah. Außerdem ist es nicht wahr. Schnellere Drehung? Schnellere Drehung. Hab ich sogar geskillt gerade. Aha. R1 ist 180 Grad Drehung. L1 Wall One. Ah, Moment. Ich verstehe. Ich verstehe. Coole Sache, Wohltäter. Oh. Ah! Geh jetzt ganz nach oben. Löse den Schwingungstilger. Und das war's. Okay. Fürs Erste. Ich verstehe. Ein riesiges Gegengewicht, das dazu dient, das Gebäude vor Erdbeben und Hurricane zu schützen. Aber nicht vor mir. Es wird unser Instrument der Zerstörung. Ist das nicht ein bisschen hart? Wirklich verdient? Kommen Sie etwa Zweifel, Faith? Nancy ist nicht gerade eine Kraft des Guten. In ihren Greyland-Fabriken sterben jeden Tag Angehörige der Unterkaste, während sie Zahnstocher und Windeln für die Mittelkaste hier in der Stadt produzieren. Tu es für sie, wenn du es schon nicht für mich tust. Ich versteh's nicht. Wieso funktioniert das nicht? Ey, wieso komme ich da nicht hoch? Auf einmal, hä? Hä? Verwirrend. Sehr verwirrend. Sollen wir jetzt das ganze Haus zum Einstürzen bringen oder was? Klettere den Turm hinauf. Da bin ich dabei. Oh, hallo. Soll ich, wie komme ich denn höher? Fragen über Fragen. Soll ich irgendwie... Hä? Da lang? Nee. Muss ich an so ein Fluggerät mich klemmen? Nee, ne? Wahrscheinlich. Das wär jetzt zu... Crazy, oder? Hä, bin ich blöde? Ich bin wieder blind, oder? Ah, ich sehe. Verbunden, ja. Ja! Oh, ich hab's geschafft. Ich bin manchmal echt ein bisschen richtig blöde. Ich verstehe nicht, warum. Es ist so in mir drinne, blöd zu sein. Ah, geradeaus. Ich gehe geradeaus. Leute, es ist tief in mir drinne. Oh Gott, was habe ich gemacht? Was mache ich hier? Hä? 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 Was habe ich getan? Ich habe irgendwelche Knöpfe gedrückt, um auf einmal irgendwie hier. Mutter? So ein Osch. Der, von dem ich dir erzählt habe. Dogen. Du warst bei Dogen. Obwohl ich ausdrücklich sagte, du sollst es nicht tun? Henry hat gesagt, ich könnte ihm trauen. Henry ist ein Idiot. Ich weiß nicht, was ich tue. Natürlich nicht, Christian. Dann erzähl mal. Und zwar von Anfang an, ja? Okay, also wie jetzt? Die selber war gar nicht da, sondern irgendwie ihr Sohn oder sowas? Halt um ihn da oben. Ah! Ich hab gesehen, ich bin ja doch nicht blind. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge heute gestalten werde. Vielleicht ein bisschen kürzer. Aber wir müssen erstmal Dogen jetzt helfen. Bam, habt ihr den Move gesehen?
richtig skillt, oder? Also von mir, jo. Ne? Mal an dieses Schwingungsdings da, wird gewaltigen Schaden verursachen, oder? Ja, da liegst du richtig. Und was ist mit den Arbeitern hier? Aha. Was soll mit ihnen sein? Genau das hatte ich befürchtet. Ich schaff sie hier raus, Dogen. Dazu muss ich nur den Feueralarm auslösen. Ganz wie du meinst. Ich bin mir sicher, wenn du sie nur nett genug darum bittest, werden sie das Gebäude folgsam verlassen. Ah ja. Nee, der Dogen ist mir zu böse. Muss ich da jetzt hin? Das ist... Ist das der Feueralarm? Ich weiß es gar nicht. Ist das jetzt der Feueralarm da vorne? Oder ist das jetzt schon das Schwingungsding? Das Schwingungsding, sie. Hallo? Wo bin ich hier? Ah! Hopp, hopp! Au, au, heiß und fettig! Finde den Feueralarm und löse ihn aus. Ich denke mal schon, dass ich ihn finden werde, oder? Bin ich hier richtig? Ja, wie sieht das hier so falsch aus? Interagieren, was? 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 Hä? Moment, was war denn da? Oh, da ist das. Ich habe den Lüftungsschacht einfach nicht gesehen. Ich bin vielleicht eine Intelligenzbeste. Wie im Bilderbuche. Wie im Bilderbuche. Los, geh weiter, du Lachsnecken. Hier rum. Ich höre Arbeiter. Fleißige Arbeiter. Fröhliche Arbeiter haben immer ein Liedchen auf den Lippen, Leute. Merkt euch das. So. Interagieren. So. Feueralarm ausgelöst. Und Boots. Boah, perfekt. Ich musste Bäuerchen machen. Bäuerchen, ist schön. Ich habe meine Fühler nach einigen Geschäftspartnern ausgestreckt und sollte binnen weniger Tage eine Rückmeldung erhalten. Dann können wir diese unselige Episode endlich hinter uns lassen. Ja, ja, Junge. Wow, aber das sieht echt cool aus. Die Stadt ist echt... Wow. Die Pläne sind als Bezahlung mehr als ausreichend. Hallo? Genau genommen sind diese Pläne vollkommen wertlos, solange ich sie erstens nicht erhalten und zweitens nicht verkauft habe. Ja. An wen willst du den dann auch verkaufen? Ich habe meinen Spaß und die Arbeiter sind nicht länger in Gefahr. Ja, so, ne, Hauptsache die Arbeiten sind. Ja, ganz ruhig. Ah, oh, wie cool. Leute. Hallo. Es war vor zwei Jahren. Er ist nach deiner Festnahme bei mir aufgetaucht. Oh. Es war ein ziemlich beeindruckender Auftritt. Nein, das hat er mir nicht erzählt. Oh. Leute, ich bin der König der Welt. Ah. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein dicker Mann. Aber ich bin die Königin der Welt. Alter, guck das mal an. Alter, jetzt in den Tod springen. Das wäre, da habe ich schon Bock drauf. Aber wir schwingen rüber hier rüber. Ja, also die Königin der Welt waren wir jetzt schon mal. Ich wollte schon immer Titanic-Momente nachmachen. Ey. Endlich geht ein Traum von mir in Erfüllung. Endlich. Ich bin oben. Ich und Face waren König der Welt. Direkt vor dir befinden. Das ist es. Warum haben sie nicht einfach gesagt, dass es ein irre großes Pendel hopp, hopp. Ist? Weil man die Dinge bei ihrem Namen nennt. Ey, geh doch da hoch. Nun musst du ihn lösen. Es sollte dort drei Stabilisierungsklammern geben, die deaktiviert werden müssen. Hallo. Plopp. Eine Amber. Eins von... Zwei. Ab. Werden wir echt das ganze Gebäude in die Luft jagen? Oder? Also wenn es schon dieses... Das scheint ja sehr wichtig zu sein, ne? Wenn es gegen... Was war das? Erdbeben und sowas? Haben sie doch erzählt? Irgendwie sowas? Scheint also sehr wichtig zu sein. Hust, hust. Hier rum bitte einmal. Und Nummer zwei. Lupp. Oha. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, ja, ja. Oh, oh shit. Zwei. Oh.
Beste Deutschland. Beste Deutschland. Ah, ich hab so Schiss, ne? Wir werden 100 pro... Müssen wir gleich fliehen in unser Life. Komm hier rum. Müssen wir da hoch. Komm schon, wir müssen doch gleich da sein. Hallo? Ach, darüber. Ich bin vielleicht ein Trottel. Wieder nicht gesehen hier. Einmal unten rum hier, bam. Lauf, 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 da ist es. Und Nummer 3. Tada! Rippchen. Oh nein. Oh nein. Das Ding ist durch das gesamte Gebäude gekracht. Ich hätte nicht... Genau wie beabsichtigt. Wenn Nancy wird einige Zeit brauchen, um sich davon zu erholen. Hat sie sich überhaupt nie gesucht? Oh. Du die Mitarbeiter evakuiert hast, Faith. Nein, 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 nein! Das ist so arschig, ne? Der Move von uns. Jetzt renne ich auch mal den richtigen Weg und nicht irgendwie... Oh shit. Oh shit. Ah! Hopp. Alles gut. Na, ich bin ja... Ha! Oh! Wir müssen hier runter, Mann! Auf geht's! Unter dem Meer. Au! Ah! Als Obi! Hä? Hä? Hat er sich durchgebackt oder war das Absicht? Also, jetzt mal ernst, das verwirrt mich gerade. Ich bin doch auf dem Müll gelandet und auf einmal fliege ich das ganze Gebäude runter. Hä? Jetzt bin ich wieder offiziell verwirrt. Oh, oh, oh. Da? Das war ja klar. Das habe ich gescheckt. Und dann soll ich hier regen, ne? Nein! Okay, okay. Diesmal bin ich auf dem Müll gelandet. Und es hat funktioniert. Wir sind nicht... Also bin ich eben irgendwie runtergeglitscht. Okay, irgendwie sowas muss ja passiert sein. Aber Fahrstuhlmusik läuft. Ganz leise aber. Ah. Da ist das zerstörte Gebäude, sehe ich gerade. Dieses, was explodiert ist. Finde ich cool, dass man das sieht. Also auch die Explosionsschäden und so. Das ist nice, nice. Hallo? Hallo? Bring dich in Sicherheit. Bin ich ja nicht schon seit 100 Jahren bei. Der da hoch. Na, na, na. Geronimo! 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 Okay. Oh Gott, meine Nase juckt. Okay, wollt ihr da? Rückzahlung. Trophäe erhalten. Aber es ist ein großes Gebäude. Und wieso ist das mein Problem? Muss ich dir das wirklich erklären? Nein. Entschuldige. Gut. Ich gebe dir die Koordinaten seines letzten bekannten Aufenthaltsortes. Sieh bitte nach, ob dort irgendwas zu finden ist. Okay, okay, Cheffe. Cheffe, Cheffe. So. Cheffe, Cheffe will, dass wir Suche nach Icarus machen. Machen wir lieben gerne, aber in der nächsten Folge von Moros Edge. Bis dann und danke fürs Zusehen. Ciao mit Au. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Hallo, ich sehe dich. Könntest du ein Like da lassen oder einen Kommentar? Hallo, hey. Schlechte Sein, aufgenommen und geschauspielert. Nimmst du dir auch Zeit für deine Vorbereitung? Nee. Mir doch egal, Mann. Ich sag Kohle, Alter. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Alle YouTuber sind so schwören. Oh Mann, ey. Das muss ja Interesse, Alter, die Subs. 25.000?